genauso viel Möglichkeit zu geben, zuzuhören wie allen anderen Rednern. Sehr geehrter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, wir machen heute mit der Koalition einen großen Schritt zur besseren Steuerung der Migration nach Deutschland für gewünschte Migration von Fachkräften, aber auch wieder zur Beendigung illegalen Aufenthalts hier in Deutschland. Ja, Abschiebungen sind der unschöne Teil unseres Flüchtlingssystems, aber er gehört dazu. Und wer die Akzeptanz in der Bevölkerung für den umfassenden Flüchtlingsschutz aufrechterhalten will, der muss auch dafür sorgen, dass Asylbewerber, die rechtskräftig abgelehnt sind, dann auch das Land tatsächlich und nicht nur in der Theorie wieder verlassen. Und das gehört auch zum Verantwortungsbewusstsein der Entscheidung hier im Bundestag. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von Linke und Grüne, Sie werfen der AfD oft eine plumpe Stimmungsmache vor. Zu Recht, das haben wir heute wieder hören müssen. Aber Sie machen dasselbe heute hier mit Ihren Wortäußerungen, nur mit anderen Vorzeichen. Sie zeichnen hier ein Zerrbild unseres Verhaltens mit Flüchtlingen hier in Deutschland, das mit der Realität wirklich nichts zu tun hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben offenkundig ein Vollzugsdefizit. Hier in Deutschland, über 50% aller Abschiebungsversuche im letzten Jahr sind im Versuchsstadium stecken geblieben. Und deshalb stellen wir hier heute als Koalitionsfraktionen auch Anträge, die das gute Gesetz der Regierung noch etwas verbessern wird. Erstmals soll es ein bundesweites Betretens- und Durchsuchungsrecht geben. Herr Kollege Traum, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Baerbock? Gerne. Tut mir leid, liebe Kolleginnen und Kollegen. So ist es in Ordnung. Das Parlament heißt Diskussion. Jetzt hat das Wort zu einer Zwischenfrage die Kollegin Baerbock. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Thrum, dass Sie das zulassen, damit man sich austauschen kann. Da wir ja viel über das Verfahren gesprochen haben und weniger über den Inhalt des Gesetzes und hier ja auch immer Dinge in den Raum gestellt werden, dass Gesetze nicht angewandt würden, dass ja auch in grüner Regierungsbeteiligung in Ländern Dinge nicht angewandt würden, würde ich gerne zum Inhalt des Gesetzes eine Frage an Sie stellen. Es geht hier um die Frage von Menschen, die, wo Sie sagen, die müssen abgeschoben werden. Und es finden viele Abschiebungen nicht statt, weil wir eine Rechtsordnung haben, die besagt, die Menschen müssen vollziehbar ausreisepflichtig sein. Es geht hier bei der Debatte nicht darum, um diejenigen, die einfach so abgeschoben werden können. Da gibt es unterschiedliche Probleme in unterschiedlichen Bundesländern, warum das nicht zutage kommt. Sie machen jetzt ein Gesetz für all diejenigen, das wurde im vorherigen Wortbeitrag ja noch mal deutlich, all diejenigen Menschen, die nicht ausreisen, unabhängig davon, ob sie überhaupt vollziehbar ausreisepflichtig sind, auf die findet dieses Gesetz Anwendung. Und da möchte ich Sie jetzt fragen, insbesondere mit dem Blickpunkt, dass in diesem Gesetz ja auch mit drin steht, dass die Menschen nicht mehr arbeiten können, die in der Duldung sind und die irgendwann mal ihre Papiere nicht beschaffen können. Zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern in der Gastronomie arbeiten, als Afghanen. Sie konterkarieren damit ihr Einwanderungsfachkräftegesetz. Und ich frage Sie, wollen Sie wirklich, dass in Zukunft Menschen, die hier 10 Jahre gelebt haben, die hier berufstätig sind, die Kinder haben, durch dieses geordnete Rückkehrgesetz nicht mehr arbeiten können und damit die Teilhabe dieser Menschen und vor allen Dingen ihrer Kinder am gesellschaftlichen Leben nicht mehr möglich ist? Sehr geehrte Frau Kollegin Baerbock, für Sie war die Beratungszeit offensichtlich wirklich zu kurz, weil Sie haben das Gesetz nicht gelesen. Denn dann wüssten Sie, dass es nicht nur um die Menschen geht, die eine sogenannte Duldung haben und für die die Duldung mit ungeklärter Identität greifen soll, sondern auch um die Menschen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, deren wir aber am Abschiebetag nicht haftbar werden. Und bei den Menschen mit ungeklärter Identität
ist die Ausreisepflicht gegeben. Es sind etwa 184.000 Menschen momentan in Deutschland. Davon etwa 40%, bei denen keine Passpapiere vorliegen. Und dann ist es doch nur logisch und richtig, wenn wir alles von Ihnen Zumutbare fordern, damit Sie sich bei der Passpapierbeschaffung beteiligen. Und wer das nicht tut, der hat in der Tat mit Konsequenzen zu rechnen, etwa, dass er keine Arbeitserlaubnis mehr erhält. Weil diese Menschengruppe muss, jetzt hören Sie bitte zu, ich habe Ihnen auch zugehört, diese Menschengruppe muss dann erkennen, dass ihre Perspektive hier in Deutschland nicht gegeben ist. Und wenn ich gerade so bei Ihnen bin, ich habe gerade eben davon gesprochen, dass die Linken und die Grünen auch eine plumpe Stimmungsmache machen. Und jetzt habe ich mir auch nach Ihrem Auftritt gestern Abend im Fernsehen heute mal so geschaut, was die Grünen auf ihrer Homepage veröffentlichen. Da steht, die Möglichkeiten, Menschen in Ausreisegewahrsam zu nehmen, werden noch weiter ausgeweitet. Soweit richtig und gut. Einer richterlichen Anordnung bedarf es nicht mehr. Somit grob falsch, grobe Unkenntnis. Mein alter Juraprof hat immer gesagt, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Das hätte Ihnen, liebe Kolleginnen der Grünen, auch einmal genutzt. Und im Übrigen, wir haben beim Ausreisegewahrsam eine richterliche Anordnung, aber als einziges Land in Europa, das dies noch mit Richtervorbehalt stellt und nicht von den Verwaltungen entscheiden lässt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ein weiterer Punkt, ich habe es gesagt, der Großteil der Menschen werden wir am Abschiebetag nicht haben. Und wir haben die Anhörung diesen Montag durchgeführt. Und ich hoffe, Sie haben bei dieser Anhörung auch gut zugehört, insbesondere dem Leiter der Berliner Ausländerbehörde, Herrn Mazanke. Der hat nämlich gesagt, dass wir ganz dringend ein Betretens- und Durchsuchungsrecht brauchen. Ich zitiere, wir brauchen ganz, ganz dringend eine bundesgesetzliche, klare Regelung. Und er hat es insbesondere damit begründet, dass es hier um die Eigensicherung der Polizeibeamten geht, dass es um ihren eigenen Schutz an Leib und Leben geht, wenn sie mit Widerstand bei einer Abschiebemaßnahme rechnen müssen. Und deswegen kommen wir dieser Aufforderung der Praxis mit unserem Änderungsantrag heute auch nach. Und ich will den Innenminister sehen in den Ländern, der dann diese Regelung zum Ausreisegewahrsam und zum Betretensrecht nicht anwenden lässt und seiner Bevölkerung erklären muss, dass er die Abschiebung nicht effektiv durchführt und vor allem seine Polizeibeamten nicht ordentlich schützt. Insofern haben wir, glaube ich, heute ein gutes Maßnahmenpaket, um der Rechtsgeltung wirklich zur Durchsetzung zu verhelfen. Und ich will das hier am Abschluss auch noch einmal tun. Ich möchte mich ausdrücklich bei den Ministerien und vor allem auch bei den Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion für die gute und konstruktive Zusammenarbeit und den Beratungen bedanken. Herzlichen Dank. Ich bitte um Zustimmung.